Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur 42. Folge von Ghost of Tsushima. Wir sind hier immer noch, stehen immer noch vor der Black Wall mit Brigitte zusammen. Und wir müssen jetzt, so wie es aussieht, Alt Cunningham zurückholen. Wer seid ihr? Ah, ihr seid da die Kollegen, die auch mitgekommen sind. Ja, ich muss jetzt die Black Wall berühren und hoffen, dass ich zurückkomme. Also, wie komme ich auf die andere Seite? Brigitte? Ah, bist du schon, hä? Sprich mit Alt. Okay. Alt? Guck mal. Oh, die ist aber groß. Johnny. Nee. Du kannst hier nicht bleiben. Alt Cunningham. Alt. Was war das denn? Was ist jetzt hier los? Was? Und weg. Perfekter Start. Der hat uns rausgeworfen aus der Black Wall. Nee, hat sie nicht. Sprich mit Alt. Wir reden hier. Wie? Lass mich das einfach regeln. Johnny. Bist für mich durch die Black Wall gekommen. Das heißt, alles ist okay zwischen uns? Ich habe deinen Engram-Code erkannt. Aber ich weiß nicht, warum du hier bist. Damit du dich für den Arasaka Tower revanchieren kannst. Wie? Das ist Alt. Der beste Netrunner, den es je in Night City gab. Alt? Das ist Wie. Du musst ihm das Leben retten. Ja, was muss ich denn dafür machen? Mein Leben zu retten. Was kostet mich das? Netwatch-Propaganda ist effektiv. Siehst du mich als Dämon, an den du deine Seele verkaufen musst? Ich will nur überleben, ne? Das ist das Einzige. Hör zu, ich will nur überleben. Ich kann dir nicht helfen. Können oder wollen? Können. Um das zu versuchen, bräuchte ich fortgeschrittenere Technologie. Du hast Soulkiller erschaffen, Mädchen. Was? Aber es ist deine Tech. Du hast Soulkiller erschaffen. Mein Programm hat wenig mit dem gemeinsam, was Arasaka daraus gemacht hat. Okay. Wie wär's mit Mikoshi? Fortgeschritten genug für dich? Wenn ich Zugang zu Mikoshi hätte, würde es nicht mehr existieren. Gut, das ist ein Anfang. Wir verschaffen dir Zugang zu Mikoshi und du hilfst Wie. Deal? Ja, und ich werde hier nicht gefragt, ha? Was genau kannst du für mich tun? Mit dem Soulkiller in Mikoshi werde ich ein Konstrukt von dir erschaffen. Und dann dein Neuralnetzwerk von Johnnys lösen. Dann setze ich dein Engramm wieder in dein Körper ein. Wir haben einen Plan. Klingt doch schon mal gut. Okay, also haben wir einen Plan. Aber wie erreicht ihr Mikoshi? Ich habe das mit ganzen Armeen nicht geschafft. Das waren Kinder des Netz. Das war dein Problem. Wir bauen auf den menschlichen Faktor. Wir schmuggeln dich klammheimlich nach Mikoshi. So, haben wir einen Deal. Nun, sind wir uns einig? Ja. Finde einen Weg nach Mikoshi. Ich bereite ein Programm vor, mit dem du das LocalNet navigieren kannst. Wie kontaktiere ich dich, wenn ich bereit bin? Dies ist eine BBS-Adresse, über die wir sicher kommunizieren können. Die Voodoo Boys, was ist mit denen? Sie werden euch ungehindert passieren lassen. Das war unser Deal. Ja, perfekt. So, mit den Voodoo Boys hat sie auch schon geredet, hä? Mikoshi. Ich hab grad nicht am Kopf, was Mikoshi ist. Aber gehört haben wir es definitiv schon mal. Das ist klar. Ich weiß es aber gerade tatsächlich nicht mehr. Mit diesen Müllsackhosen, ey.
hast also überlebt. Ja. Bin gespannt, wie das mit eurem Deal läuft. Bin mal echt gespannt, wie euer Deal mit Alt läuft. Wird nicht leicht sein, sie zu verarschen. Und ihr seid ja unfähig, die Wahrheit zu sagen. Du wagst es mir, etwas vorzuhalten? Ja. Noch eine Rechnung mit dir offen. Ich hab noch eine Rechnung mit dir offen. Eine bessere Gelegenheit kriege ich nie. Das reicht. Alt kann dich in ihrem Reich beschützen. Aber nicht hier. Ich wollte eh gerade gehen. Ich wollte eh gerade gehen. Blöde Kuh. Gehen wir. Angreifen werden sie mich wahrscheinlich nicht, oder? Nee. Sie lassen mich ungehindert raus. Gut, sie haben ja einen Deal mit Alt. Von daher. Ah, hier geht's durch. Von daher werde ich schon gehen können. Hoffe ich jetzt mal. Nee, das war nicht die Tür. Lul. Hier oben ist die Tür. Was ist da? Ah, das ist... unser alter Freund. Bist sicher enttäuscht, hä? Bist sicher ziemlich enttäuscht, hä? Wovon? Dass du mich nicht kalt machen kannst. Nicht meine Entscheidung. Wusstest du, was Brigitte von Alt will? Wusstest du, was Brigitte von Alt will? Oder warst du für die Info nicht wichtig genug? So wie beim Biochip. Du willst mich provozieren? Willst du das für schlau? Bingo. Gelingt es mir? Ich gehe lieber. Ciao. Oh, schon wieder eine Fehlfunktion. Der Eremit. Ich will das kurz angucken. Finde Alt Cunningham. Okay. Hey, sieh mal. Siehst du das? Was sehe ich? Hä? Was denn? Pure Overkill. Komm, wir hauen ab. Bis dann. Ich bin weg. Bis dann, Kumpel. Shit. Ich hab einen Chevion. Dino Dinovic. Ja, brauche ich nicht. Okay, Mission aktualisiert. Tapeworm. Dann haben wir noch Gimme Danger. Triff dich mit Takemura. Haben einige neue Missionen zum Erledigen. Es wird jetzt erstmal Zeit, dir mal ein paar Nebenmissionen zu erledigen. Wenn wir nur noch triff dich mit Takemura. Und triff dich mit Panam. Okay. Nebenmissionen haben wir. Ja, die ein oder andere haben wir. Ist das hier? Sprich mit Nix. Okay. Beast in me. Begib dich zu den Slums. Ich glaube, da brauche ich noch einmal technische Fähigkeiten zum Upgraden. Begib dich zum Busdepot. Nee, danke. Was sonst noch was? NCPD-Scanner-Delikte. Begib dich zu Dirty Freds Lager. Verbrechensmeldung, Paranoia. Ist es weit weg? Wo ist das? 3,7 Kilometer. Danke für gar nichts. Was sonst noch so? Fahrzeuge. Dann machen wir Spellbound als nächstes. Sprich mit Nix. Was hast denn du jetzt schon wieder? Haben wir hier in der Nähe noch irgendwas zum Erledigen? Per Zufall? Vielleicht irgendein Verbrechen auflösen oder so? Nee, haben wir nicht. Dann gehen wir mal ein bisschen tiefer in die Stadt rein. Was ist das da? Der Totenkopf? Gefahr sehr hoch. Ja, dann mache ich's nicht. Was ist das da? Begib dich zum Kampf im The Glen. Okay, nee, da muss ich auch nicht hin. Was ist das da? Er weiß, was hier auf dich wartet. Gefahr sehr hoch.
immer sehr hoch, will ich nicht. Also warte. Bring mich erstmal hier zur Schnellreisemaschine. Dann können wir ja gucken, wo ich hingehe. Wenn es denn laden würde. So. Hier werden die Missionen nicht angezeigt, ha? Dann gehen wir einfach mal hier hin. Da ist ja der Nix in der Nähe. Zum Afterlife. Da gehen wir ein bisschen tiefer in die Stadt rein. Bradbury and Baron. Hm. Warte mal. Das war ungefähr hier, ha? Hier gibt's Tarotkarte. Ja, ich will keine Tarotkarte. Ich will sowas hier. Überfall im Gange. Neutralisiere die Täter. Gefahr sehr niedrig. Was haben wir hier? Noch ein Überfall. Dann gehe ich zur Goldsmith Street. Dann arbeiten wir uns so zu nix nach unten. Das hier war's, ne? Genau. Dann können wir dieses Verbrechen da schnell neutralisieren. Mal gucken, was es ist. Die Gefahr war ja sehr niedrig, also sollte nicht allzu viel passieren. Hm. Wenn es doch nur ein bisschen schneller laden würde. So, dann gehen wir mal auf die Karte. Wo haben wir das Verbrechen? Hier. Perfekt. 60 Meter nur. Waffe ziehen. Ja. Warum kann ich die Waffe nicht ziehen? So. Es leckt sogar beim, wenn du die Waffe ziehen willst. Kann doch nicht sein. So. Wo haben wir denn den Überfall? Hier oben. Wer wartet hier? Ich nehme das mal noch mit. Gesehen hat mich niemand, ne? Oh, shit. Da hinten ist noch einer. Der sieht mich. Weißt du was? Oh. Und tschüss. So, wo ist der Rest? Ich wollte eigentlich die Granate werden. Früher. LOL! Hä? Hä? Was ist passiert? Wie bin ich denn jetzt gestorben? Ich wurde in die Luft gejagt, aber wie? Hä? Kann doch nicht sein. Hä? Also jetzt bin ich wirklich ein bisschen überfordert. Was ist passiert? Ja, das machen wir direkt nochmal. Das kann ich so nicht auf mir sitzen lassen. Da bin ich ehrlich. Das kann ich so nicht auf mir sitzen lassen. Die müssen bluten. Aber sowas von bluten. So, komm, lad schneller. So. Hat er mich gesehen? Nee, hat er nicht. Dann töte ich den. Ah, ich weiß es hier. Ja. Hab's gesehen. Ah, das Geräusch. Das hier hat mich in die Luft gesprengt. Ich war neben einem Gaskanister oder so. Jetzt verstehe ich alles. Hm.
Klimaanlage. Was kann ich denn damit machen? Pingen? Ablenkungsmanöver. Komm schon. So. Sind da eh nur vier hier oben. So. Gar nichts ist hier ehrlos. Zwei Schüsse brauchen die jeweils nur. War ja easy. Oder lebt hier noch einer? Nee, die Musik ist vorbei. Das heißt, schon erledigt. Ja, easy. Das ist das Beweismaterial, eine Ex-Disc. Ein archiviertes Gespräch. Genki und Futoshi. Hast du noch Schönes? Ah, nichts. Du warst keiner von ihnen. Titan-Boost-Gewebe, eine Maske. So, dann noch eine Lexington. Können wir einfach verkaufen gehen. Was hast du? Scharfschützengewehr-Munition. Ja, warum nicht? Was ist das da? Regina Jones. MacDogs. Tiancha. Was haben wir hier noch Grünes? Noch eine MacDogs. Ein Aschenbecher. Lul. Ah doch, er ist kaputt gegangen, der Radio, oder? Ja. Hier war noch Munition für Pistolen. Sehr gut. Das nächste Rennen. Ah. Eine Shingen Smart Maschinenpistole, Aufklärungsgranate und Sojasil Dynamite. Noch eine MacDogs und nochmal Munition. War das jetzt alles oder? Ah, ich hatte ein Level-Up gehabt. Dieses Verbrechen haben wir aufgelöst. Dann können wir das da auch noch schnell machen. Mein Level-Up noch schnell. Ah, ich habe nur einen Vorteilspunkt. Entschuldigung. Konstitution, was? Was könnte ich hier denn so machen? Straßenschlägerei. Nee, das brauche ich nicht. Erhöht die kritische Trefferchance mit Schrotflinten und leichten Maschinengewehren um 10%. Nehme ich mit. So. Sonst noch was hier oben? Nee. Okay. Okay, wer das? Hier hinten ist sicher irgendwas versteckt. Munition oder so, nee. Nichts. Vielleicht hier oben? Auch nicht. Was ist das da oben? Was ist das? Zeig mal her. Was haben wir hier? Verlinken. Was ist das? Aha. Exred eine große... Ah, Euro. Oh, Eddies kann ich klauen. Okay. Dann machen wir BD. 1C. 1C. Okay. Wie viele Eddies gibt's? 435. Das war alles? Also das ist ja weit weg von einer großen Anzahl. Judy Alvarez ruft an. Warte. Hey Judy, was gibt's? B, kannst du herkommen? Jetzt gleich? Ist was passiert? Ja. Komm bitte. Ja, muss das denn sein? Both sides now. Ja, das machen wir aber... So schnell werde ich jetzt auch nicht zu dir kommen, meine Liebe. Weil... Gibt's noch Verbrechen zum Lösen? Bist du einer von denen, ha? Schaut so aus. NCPD-Dispatcher. Was will denn der? An alle NCPD-Subunternehmer. Verdacht auf organisiertes Verbrechen liegt vor. An der Kreuzung von Brave und
Sapphire Street. Vor Ort sind Mitglieder der Tiger Claws, denen Überfälle und Erpressungen vorgeworfen werden. Aha. Angeführt von Mokomichi Yamada, genannt Motorboy. Die Stadt bezahlt für die Entfernung von Yamada und seinen Komplizen. Ja, ich bin dran. Ich hoffe, die Bezahlung ist gut. Das sind nämlich einige von den Kollegen hier. So, der verbrennt. Sehr gut. Ja, was ist los? Ja. Ich murks euch alle ab. Das ist los. Das laggt gerade richtig, ne? Überhitzen. Och, das noch. Auch das noch. Gib mir mal das Scharfschützengewehr. Oh ja. Was willst du? So, der nächste ist weg. Die reden alle japanisch, ey. Ach, das dumme Überhitzen, das nervt. Sehr gut, der nächste bitte. Komm schon. Ja. Da lebt noch einer. Schon wieder überhitzen. Wer macht das denn die ganze Zeit? Wo ist denn dieser Netrunner? So, einer lebt noch. So, da ist nochmal einer. Er hält ein bisschen was aus, ne? Überhitzt er mich oder wer macht das? Hohoho. Oh. Fertig lustig. Hä? Da ist noch eine. Weg damit. Jetzt sollte ich fertig sein, ne? Mission abgeschlossen. Perfekt. Gehen wir noch alles looten. Vielleicht finden wir irgendwas Schönes hier. Oder einfach vieles zum Verkaufen. Das ist ja auch schon mal was. Was haben wir hier? Akai Onimempo aus Titan Boost Gewebe. Einen Hinweis. 3200 Eddies. Eine MacDogs. Was ist du? Du bist ja richtig verkrüppelt. Du hast eine Unity. Und noch eine Unity. Alright. So, euch muss ich noch looten. Splittergranate. Komm, gib mir die Pulsar. Dankeschön. Copperhead. Immer die gleichen Waffen werden benutzt, gefühlt. Es ist ein bisschen langweilig. Macht mal ein paar neue Waffen oder so. Nicht mal die gleiche Kacke. Neue Nachricht von Pepe Najaro. Ja, die Nachrichten müssen wir nachher mal lesen. Es sind da drei Stück. Eine Satara. Nochmal eine Nachricht. Was haben wir hier? Noch eine Satara. Das da ist ein Verkaufsautomat. Perfekt. Kann ich nachher außerhalb des Videos schnell alle Sachen verkaufen, die ich nicht brauche. Oi. Ja, die Musik ist auch perfekt. Von wo kommt das denn? Oje, oje, oje. Wo hab ich noch ein paar von denen zu looten? Hier liegt noch einer. Arasaka Schutzanzug. Kann ich dich looten? Ja, Eddies und Munition für Pistolen, immer gut. Copperhead. Nochmal eine Copperhead, noch ein Messer. So, und du bist der Letzte zum Looten, ne? Okay. Noch eine Pulsar. Komm schon. Schon wieder eine Nachricht. Was wollen die denn? Vier Nachrichten habe ich jetzt. Zeig mal her. Also, Claire.
Was will Claire? Neues Rennen. Das nächste Rennen ist in den Badlands. Die Nomaden lassen echt nichts anbrennen bei Heimspielen, also musst du in Topform sein. Alles andere reicht nicht. Wir treffen uns am Ende von der Brooklyn Street beim neuen Damm. Ruf mich an, so wie letztes Mal. Wir sehen uns. Brooklyn Street. Schreibt sie eine Antwort? Nee. Regina Jones hat noch eine Nachricht, Autos zu verkaufen. Ich habe einen echt netten Thornton Colby zu verkaufen. Schön. Kein Interesse. Pepe Najaro. Falls du noch mehr suchst, ich bin zu Hause, konnte mich nicht konzentrieren, hab nur wie ein scheiß Roboter Gläser poliert. Falls du siehst, ruf mich an. Danke nochmal, vielleicht weiß ich nicht alles über Cynthia, aber ich weiß, dass sie mich liebt. Scheiß auf alles andere, ne? Okay. Dann noch Osop Bozzo. Hab deine Nummer von einem Kumpel bekommen. Der meint, du wärst gut. Wenn das wirklich stimmt, habe ich einen Job für dich. Ruf mich an, wenn du Interesse hast. Komm, den rufen wir doch noch schnell an. Den... Wie heißt er denn? Welcher? Osop Bozzo. Wie hier? Hab gehört, du hast einen Job. Richtig. Ich brauche einen Fahrer. Dann ruf ein Taxi. Wann ruft ihr ein Taxi? Taxis sind nicht mein Ding. Die machen meist die Biege, wenn's brenzlig wird. Aber genug gelabert. Lass uns direkt zum Geschäftlichen kommen. Perfekt. Habe gehört, du bist der Beste in der Stadt. Ich arbeite gern mit den Besten und weiß, dass das seinen Preis hat. Die Details erspare ich dir jetzt mal. Ich meine, wenn es stimmt, was man über dich sagt, kannst du alles regeln. Also, was meinst du? Hast du das Zeug für den Job oder ist dein Ruf fake? Machen wir. Okay, ich bin dabei. Japantown, am Eingang zum Markt. Hup ein paar Mal und ich komm zu dir. Bis dann, Wee. So mysteriös. Send in the clowns. Gut. Für heute war es jetzt erstmal. Ich verkaufe jetzt hier noch offstream kurz alles, was ich nicht brauche. Rüsten mal aus, was besser ist als das, was aktuell ausgerüstet ist. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Dann, ich will jetzt aber nicht zum Badlands rennen. Wir machen im nächsten Part, hier. Gehen wir zu nix, weil der ist ja jetzt nicht wirklich weit weg, ne? In diesem Sinne, habt einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.